Hey Leute und willkommen bei SKNK, eurem Master of Tech. Heute habe ich ein ganz besonderes Stück Technik zu haben. Diese wunderschöne Bauteilgruppe ist aus vielen kleinen Bauteilen meiner tiefen, geheimen Smartphone-Schmiede entstanden. Um genauer zu sein, ist es Made in China wie alles andere auch. Seit der Veröffentlichung treibt es viele Technik-Liebhaber in eine Euphorie der Freude und andere, die es sich für 1150 Euro nicht leisten können, in die größten Kritiker. Dann gibt es noch die, die es sich leisten können, es aber trotzdem kritisieren. Allen Anschein nach hat es Apple wie durch ein Wunder geschafft, endlich nach dem iPhone 6 das Design zu ändern. Ich meine, Apple ist die reichste börsennotierte Firma der Welt. Können die sich dann keine Designer leisten? Aber andererseits zeigt uns Apple auch hiermit, wie leicht es ist, mit alter Technik Geld zu machen. Steve Jobs hat damals, als er nach 10 Jahren wieder zu Apple zurückgekehrt ist, eine Software mitgebracht, die alte Technik verkaufen lässt. iOS hat mit dem iPhone der ersten Generation damals den Handymarkt revolutioniert. Denn iOS läuft stabil, flüssig und sieht mit den animierten Icons auch noch gut aus. Dazu ist die Benutzung ein Kinderspiel. Das allerbeste aber an iOS ist, dass es extrem wenig Ressourcen braucht. Android ist da ganz anders, aber dazu vielleicht in einem anderen Video mehr. Hier und jetzt soll es erstmal um das Jubiläums-Smartphone der reichsten Firma der Welt gehen. Mit 70% Samsung-Bauteilen, hergestellt in China, mit neuem Design und einem Verkaufspreis von 1150 Euro, das iPhone fucking 10 im Unboxing. Viel Spaß! Es war mir wieder eine Ehre und ich danke euch fürs Einklicken. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann vergisst es jetzt bitte nicht kostenlos zu tun. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Peace out.